Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Blockspiel auf meinem Lego-Kanal. Ja, hatte ich schon öfter vor, hat mich sehr geprägt, dieses Spiel. Und ja, es wird immer noch gespielt, das gute alte Ace of Spades mit einer verbesserten Engine, also Open Spades zocken war. Ursprünglich Ace of Spades wurde damals von dem Entwicklerstudio abgekauft, auf Steam veröffentlicht unter komplett neuem Game, totale Rotze, totaler Reinfall, down gegangen, ja, niemand wollte das Gammel-Game mehr spielen, aber Build and Shoot, das alte Ace of Spades ist nach wie vor spielbar und wir, das ist eine kleine Vorgeschichte, wir zocken auf dem Sauerkraut, auf dem deutschen Server, der nach wie vor noch existiert. Also ein paar Leute mit am Start, wir können jetzt entweder ins grüne oder ins blaue Team gehen, ich denke mal, ich werde ins grüne Team gehen und wir zocken mal anfangs die Rifle. Die gute Rifle, in einer anderen Folge vielleicht mal SMG oder so. Es gibt drei verschiedene Waffentypen und das ist jetzt halt so die verbesserte Version für dieses Spiels. Normalerweise müsst ihr euch das viel pixeliger vorstellen. Hier noch oben nochmal eine schöne Map. Und alles, was hier gemacht worden ist, ist teilweise echt selber gebaut worden. Ja, wir können auf zwei können wir so Blöcke auswählen. Diese Blöcke können wir platzieren. Und dementsprechend auch, ja, können ein bisschen was bauen. Und wenn wir Lust haben, können wir auch Blöcke zerstören und irgendwie einen Weg hindurch bohren. Und wir müssen jetzt mehr Kills als die blauen bekommen. Genau, und wir spielen zusammen einfach diese Version, weil einfach grafisch. Weil die grafisch einfach mehr was zu bieten hat. Ich bin zwar nicht grafikaffin oder so, aber ich mag diesen Style halt einfach. Ne? Wir spielen ein Pixelspiel mit einer richtig geilen Engine, mit Shader und gefällt mir sehr. Gucken wir mal, dass wir ein paar Kills hinbekommen. Ey, du da drüben. Was willst du? Hier liegen überall Tote. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Oh, Lavabecken. Darf natürlich nicht fehlen. Da ist einer. Hat er mich gesehen oder nicht? Ich hoffe mal nicht. Da ist er. Direkt ein Heady gedrückt. Und noch ein. Geil. Und noch ein. Okay, geil. Normalerweise bin ich nicht so gut. Das ist vielleicht nur ein kleiner Vorführeffekt. Und noch ein. Das Wasser sieht doch geil aus. Noch ein. Und noch ein. Nein! Meine Serie ist verloren. Da hat es mich erwischt, ey. Aber wie viele Kills habe ich gemacht? Sechs. Ich habe sechs Leute umgebracht. Wie geil. Ist ja richtig gelohnt. Macht halt auch echt Spaß. Vor allen Dingen, wenn du Leute hast, mit denen du das einfach mal ein paar Runden zocken kannst. Einfach mal ein paar Kills machen. Es ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber das Spiel macht einfach echt Spaß. Ein schöner Ego-Shooter. Oh, lol, was machen die denn da? Ach, und Granaten aber auch. Jetzt geht's hier die Action ab. Wo Atta sich hin verkrümelt.
Ja, da war ich schneller als du. Danke, Mate. Bisschen zubauen. Oh nein. Und jede Map ist halt anders. Ja? Jede Map wurde halt individuell gestaltet und das finde ich halt mega cool. Also, als ich das anfangs mal gespielt hatte, gab es immer mal wieder was Neues zu entdecken. Und ich hoffe, das werden wir so weitermachen können in diesem Let's Play. Wisst ihr, Ace of Spades verfolgt mich halt einfach schon gefühlt, mittlerweile sind es 7 Jahre oder so, ne? So lange mache ich das schon. Zwar jetzt nicht auf dem Kanal hier, aber auf meinem für Super Siemens Kanal. So viel Werbung, denke ich mal, kann man ja mal machen. Für die Leute, die jetzt vielleicht nur ja, auf diesem Kanal aktiv sind oder vielleicht mich vielleicht nur über diesen Kanal kennengelernt haben. Oh. In der nächsten Folge werden wir auch mit einer anderen Waffe spielen. Der Schlingel. Erstmal runter hier. Unten links übrigens unsere HP. Okay, was mit ihm? Wie schlecht kann ein Spieler nur einfach nur sein? Hilfe. Noch einer? Der steht hier, Alter. Okay, jetzt packen sie ein bisschen rum. Helf mal ein bisschen mit. Bringt den Turm zum Einsturz. Nice. Oh Gott, was mache ich hier? Wollen wir mal eine kleine Leiter nach oben? Auch das ist möglich. So einen kleinen Jump'n'Run. Guck mal, wie gut das geht hier. Direkt gerettet. Ich mag die Map irgendwie. Ich finde die total cool. Ja? Offen und dann hast du trotzdem zwei Fronten, die gegeneinander kämpfen. Oh. Was macht er hier? Die kleine feige Sau. Der wird erstmal zersprengt da drin. So, wenn der jetzt nicht mehr. Wenn der jetzt noch lebt, dann weiß ich auch nicht. Oh. Lebt er noch? Das würde mich aber schon sehr wundern. War jemand fleißig? Da hatte jemand mehr Skill als ich. Verdammt. Aber wir sind schon gut dabei. 11 Kills. Das kann sich doch sehen lassen, oder?
Das ist auch mal zu geil, wenn die einen. Wenn die eigentlich sehen. Man schön Kills von hinten machen kann. Das eine. Ja, jetzt kurz bevor die Folge zu Ende ist, gebe ich nochmal Gas, Leute. Ich will es nochmal wissen. Der Semi will es nochmal wissen. Der Bricky. Bricky Ricky. Oh, 16 Punkte. Scheiße. Okay, da war ich mir. Das habe ich. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Deswegen auch der Name. Da oben. Wundert euch nicht. Da sollte eigentlich Rick Rick stehen. Den ändere ich vielleicht dann noch in der nächsten Folge. Also wundert euch nicht. Hier bin ich noch unter dem Namen bekannt. Ja, letzte Runde, würde ich mal sagen. Jetzt geben wir nochmal alles. Jetzt oder nie. Wir müssen noch ein paar Punktchen holen. Mal gucken, vielleicht zeige ich euch beim nächsten Mal. Ah, scheiße. Einfach mal eine andere Map. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Na? Bis dann erstmal. Ciao. Bis dann.